Abracadabra. Ja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch und die Nachfrage danach erstarkte drastisch. Barbara eröffnete noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbaras Rhabarberbar. In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbaras Rhabarberbar erfahren. Da sie fortan jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald die Rhabarberbarbaren.